Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema, woran erkennt man Ideologen, Teil 2. Ich habe natürlich mein erstes Video angeschaut, ein paar Kommentare gesehen und diese leiten mich dann zum Erweiterungsvideo über Ideologien an. Wenn Sie das interessiert, es wird kürzer. Dann hören Sie mir weiter zu. Es wird auch, finde ich, ein bisschen spannender. Ich habe da ja eben vor wenigen Tagen ein Video gemacht, woran erkennt man Ideologen. Also die dann völligen Unsinn erzählen, Energie ist im Netz oder so weiter, oder Atomkraft verstopft die Netze oder lauter so Sachen, wo dann Personen mit Gewalt versuchen, ihre eigenen Ansichten zu vertreten. Da gibt es aber noch weitere Strategien, wo man das erkennt. Die möchte ich Ihnen hier darlegen. Es sind ein paar wenige. Ich möchte Sie auch bitten, mir vielleicht ein paar in den Kommentaren ein paar Sachen zu schreiben, was Ihnen da vielleicht aufgefallen ist. Vielleicht fällt Ihnen da auch was auf, wenn Sie jetzt meine Beiträge hören. Machen wir beispielsweise, ich habe ja ein paar Bücher veröffentlicht. Gut, das eine Buch war nicht so gut, Deutschlands freier Fall. Da hat irgendeiner drunter geschrieben, ja, der Typ hat einen ziemlichen an der Klatsche oder sowas, also auf irgendeinem Buchbewertungsportal. Daran erkennt man auch Ideologen, weil wir leben ja angeblich, dem werde ich mich auch noch näher widmen, in einer Demokratie. Und Demokratie beruht auf kritischem Diskurs. Wenn dann einer einen beleidigt, ich meine, vielleicht habe ich ja auch einen an der Klatsche, das kann ja sein. Können nur andere beurteilen. Das ist dasselbe Problem wie bei Frau Baerbock oder Herrn Habeck oder Herr Habart und so weiter. Ich kann es nicht sagen, weil man sich selbst nicht bewerten kann. Aber dann mögen diese Personen doch belegen, warum das so ist. Und daran erkennt man Ideologen. Da steht dann drunter, der Typ hat einfach, also sinngemäß, ich kann es nicht mehr ganz wiederholen, der Typ hat einen an der Klatsche und es ist nicht begründet. Das zeigt, das ist ein Ideologe, weil ja solche Personen keine Argumente haben. Die sind ja beliebig doof, weil nur als dumme Person kann ich nicht argumentieren, also muss ich mit Beleidigungen, Diffamierungen oder Denunziationen anfangen, wie wir es ja schon leider Gottes vor 90 Jahren hatten. Das kann nur von dummen deutschen Doppeldeppen ausgehen. Da sind wir jetzt hier. Der hat einfach einen an der Klatsche, so in der Richtung. Ja, das ist das eine Punkt. Weiterhin erkennt man Ideologen, jetzt wird es ein bisschen schwierig, auch an eben der Gewalt, eben an der gewaltsamen Aufrechterhaltung der eigenen Meinung. Und jetzt möchte ich ein Beispiel bringen, woran man Ideologien sieht. Ja, diese Ideologie, ich kann es nicht genau sagen, Mirko Trotschmann. Da werde ich mit sehr großer Sicherheit demnächst einen größeren Beitrag darüber bringen. Mirko Trotschmann ist bekannt unter Mr. Wissen to Go, also, und da hat er einen Faktenchecker gebracht. Ist Deutschland eine Diktatur? Müssen wir mal gucken, das ist jetzt ein bisschen fies von meiner Seite, ich gebe es ja zu. Aber Sie wissen gleich, worauf ich raus will. Und zwar, aber damals ist es noch, letztendlich ist es noch nicht fies. Ich werde einen fiesen Beitrag darüber bringen. Aber realistisch. Und zwar hat damals der Herr Mirko Trotschmann, angestellt beim ZDF und bei der Funk-Mediengruppe, da muss man nachdenken. Also es ging darum, dass Leute der Bundesregierung, das war 2020, also ist lange vor dem Krieg, vorgeworfen wurde, das wäre eine Diktatur, die Regierung. Und nun wurde, und da ist eigentlich
die Ideologie, wie man dann versucht, auch Leute massiv zu manipulieren sogar. Also man muss, Ideologen versuchen natürlich, die Medien zu manipulieren. Ganz klar, kennen wir auch aus dem Dritten Reich, die Bücherverbrennung. Also vor wenigen Tagen wurde jemand irgendwie auf Facebook gesperrt. Der hatte nur eine Rede von Herrn Biden auf Facebook veröffentlicht. Dann hat man ihn irgendwie gesperrt oder auf jeden Fall den Beitrag gesperrt, also eine Rede vom Präsidenten der amerikanischen Staaten. Und man beruft sich auf das, da hatte ich gestern auch ein Problem in einem Markt, weil mich jemand angeblärt hat, ich weiß nicht, beruft sich auf das Hausrecht. Also ich sagte ja bereits, also Ideologen oder irgendwelche Faschisten, auch, also sagen wir mal so, das Dritte Reich hat sich natürlich nie die Finger dreckig gemacht. Die haben irgendwelche Leute ideologisiert und die dann dazu gebracht, sich die Finger schmutzig zu machen und die Juden in KZs zu vergasen. Das waren nicht die, die das selbst gemacht haben, sondern die haben immer irgendwelche Idioten dann dazu gebracht, diese Schweinereien für andere zu tun. Vorsicht, ja. Genauso haben wir es heute und heutzutage hat man auch, ich werde es jetzt nicht näher ausführen, heutzutage findet man auch andere, die die Schweinereien für einen tun und die Presse braucht man dazu. Und hier haben wir unseren Mirko Trotschmann. Und da kann man sich doch mal überlegen, was passiert, wie funktionieren diese Argumentationen, um andere Leute fertig zu machen, die gegen die Ideologie sind. Also ganz einfach, man theoretisiert irgendwelche Fakten, die gar nicht vorliegen, um dann gegen diese vorzugehen. Das sind Ideologen. Ich werde es Ihnen erklären. Und zwar gibt es eben dieses Video von 2020, wo Mirko Trotschmann beweist, dass Deutschland keine Diktatur ist. So, und jetzt ist das Problem, das werde ich, wie gesagt, nochmal im anderen Video machen, ganz lang. Der da hinter mir sitzt, der hat damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Der ist emigriert und musste in die Schweiz flüchten, weil er so Sachen angegriffen hat. Mal gucken, ob bei mir auch irgendwann die SEK auftaucht. Die Sache ist, Mirko Trotschmann erklärt mit der Logik, das müssen wir mal vorstellen, Deutschland ist keine Diktatur, richtig, das sehe ich genauso, Deutschland ist keine Diktatur und damit ist es eine Demokratie. Das ist natürlich völliger Bullshit, Herr Trotschmann. Weil es gibt so viele Gesellschaftsformen, es gibt so viele Gesellschaftsformen, da gibt es so eine Liste, die lege ich Ihnen demnächst auch aufs Netz, also, beziehungsweise die habe ich irgendwo gefunden, aber es gibt dann beispielsweise eine Oligarchie, also das ist die Herrschaft der, die Geld haben. Amerika beispielsweise, da steht zwar auch Demokratie drauf, aber versuchen Sie mal Präsident zu bekommen, wenn Sie nicht dreistellige Millionenbeträge auf dem kleinen Konto haben. Es wird Ihnen schwerfallen, ob Sie nun Demokrat oder Republikaner sind. Das ist quasi eine Oligarchie. Und von dieser Seite ist es, da steht natürlich Demokratie dran. Ich kann auch an eine Zahl 3, 2 dran schreiben und sagen, das ist 2. Das ist ja Blödsinn. Und genauso haben wir hier dann die Gesellschaft der Dummen. Das weiß ich nicht, dafür gibt es, glaube ich, gar keinen Namen. Das müsste man für Deutschland neu erfinden. Oder diese gesamten Gesellschaftsformen. Und von dieser Seite ist es natürlich ein manipulativer Trick, zu beweisen, dass Deutschland eine Demokratie sei. Über den Umweg, dass Deutschland keine Diktatur ist, ist natürlich völliger Quatsch. Und das ist ein Manipulationstrick eines Ideologen, der gut dafür bezahlt wird. Also wes Brot ich esse, das, ich weiß nicht, da gibt es so Sprüche aus dem, ja, von früher. Also wer mich bezahlt, das Lied ich singe, ja. Und das sind genau solche Sachen, um andere fertig zu machen. Ideologen haben keine
Argumente, wie Herr Drotschmann, und dann suche ich mir diese Argumente, indem ich dem anderen Behauptungen in den Mund lege, die er nie gemacht hat. Also nur so kann man Ideologien weiter verbreiten. Als anderes blödes Beispiel kann ich Ihnen sagen, den habe ich jetzt rausgeschmissen, ein anonymer Follower meines Kanals, der Ingenieurskanal, hat dann gesagt, Sie haben ja von allem eine Ahnung, das geht gar nicht und so weiter. Also ich habe mich geäußert über Promotionen von Medizinern, wo ich gesagt habe, ja, die erfüllt nicht den geringsten Anspruch an eine Promotion. Man wusste weder, was der da die Medizinpromotion wollte, wo das Problem war. Das ist erstmal, ich muss das Problem darlegen. Sollte auch jeder normale Mensch verstehen, was er dann gemacht hat in der Promotion, wie dann die Lösung war und so weiter. Das erfüllte nicht den geringsten Mindeststandard an eine Promotion und trotzdem hat er in Gießen, das ist das, wo der Herr Steinmeier und der Herr Bouffier in die Schule gegangen sind, die Hochintelligenzler, die zwei, und auch Herr Steinmeiers Frau herkommt, die ist nämlich Juristin, dazu zu diesem Niveau mit der Stadt, mit dem Elefantenklo. Entschuldigung. Und auf jeden Fall, und hier haben wir dann Aktionen, da habe ich gesagt, das erfüllt nicht einen wissenschaftlichen Mindeststandard und solche Leute dürfen meines Erachtens keine Promotion bekommen. Ich meine, Frau von der Leyen's Promotion hat, das habe ich auch gesagt, das muss man auch im Verhältnis sehen, 68 relevante Seiten, also gut, das werden dann 80 Seiten sein, da vorne ist dann die Danksagung, hinten ist das Ding und dann hat man auf 68 Seiten, hat man 28 Seiten mit Plagiaten gefunden und meines Wissens hat man zuletzt tatsächlich bei Frau von der Leyen sogar in der Promotion Dinge gefunden, wo sie einfach Fakten erfunden hat. Das kam aber nach der Anfechtung ihrer Promotion erst raus, aber die Stelle finde ich leider nicht mehr. So, und darüber habe ich mich geäußert. Ich würde mich beispielsweise niemals äußern über eine Promotion eines Mathematikers oder eines Physikers. Das ist im Allgemeinen zu hoch für mich. Und die Leute haben auch im Allgemeinen ein Ziel und die wissen, was sie tun. Weil das sind logisch denkende Menschen, normalerweise. Manchmal driften auch die esoterisch oder ideologisch ab, wie man bei unseren anderen Erklärbären sieht. Also Mirko Drotschmann ist ein Erklärbär und Lesch ist ein Erklärbär. Und die driften dann da ab, weil, wie gesagt, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, hieß es mal. Aber normalerweise, da gibt es auch Sachen, die über meinen Horizont drüber sind. Und das gebe ich auch durchaus zu. Ich bin auch in der Firma drin. Mein Chef, der hat 40 Jahre Erfahrung. Also mit dem würde ich mich, mit dem kritisiere ich manchmal fachlich lokal. Aber da weiß ich, dass der da viel besser kann als ich. Und da würde ich niemals irgendwie ihn in fachlich in Frage stellen. Das wäre Arroganz und so weiter pur, weil das nennt sich Erfahrung dann wieder. Und von dieser Seite ist aber summa summarum, werden mir Sachen vorgeworfen, die ich niemals gesagt und niemand behauptet habe, um mich dann ad absurdum zu führen. Irgendwie von so einem Bingo-Bongo, also auch und nicht unter Klarnamen. Also mir, und das ist ja das, solche Leute, Ideologen, haben keine Argumente mehr. Also sie sind kognitiv völlig bei menschlichen Lebewesen, die im Prinzip noch in die Pampers kacken, muss man dazu sagen. Und die haben ja keine Argumente, also müssen sie ja natürlich gegen ad hominem, gegen die Person vorgehen. Und da gibt es verschiedene psychologische perfide Tricks, die hier also die dann versucht werden, eben, man legt Leuten Sachen in den Mund, um die dann zu beweisen, die aber nie gesagt haben. Ist letztendlich Sache der üblen Nachrede und auf YouTube kommen sie nicht hin, da können sie vergessen. Der hat Bingo Bongo oder irgendwie hieß er,
solche Leute sind ja nicht unter Klarnamen. Und mir wurde ja sogar vorgeworfen, ich bin nicht unter Klarnamen hier und deswegen wäre ich hier, also in einem meiner Videos ist natürlich eins von vielen, habe ich sogar meinen Klarnamen genannt. Also man behauptet, ich würde mich nicht unter, das ist auch wieder, und damit wäre ich dann, würde ich das dann, das ist natürlich genau das Gleiche. Das ist der Total, das ist einfach gelogen. Und man macht Front gegen Leute über Lügen. Und daran erkennt man Ideologen. Das hat ganz sicher noch, ich kann Ihnen sicher nicht alle Varianten und Variationen dieser Aktion nennen, aber in einer Demokratie, wenn wir eine Demokratie hätten, ich lebe eben dieser Beitrag von Mirko Rotschmann, dann hätten wir kritischen Diskurs und dann würde der mich fragen, oder machen wir es umgekehrt, der würde mich fragen, wie ist denn Ihr Klarname? Haben Sie ihn jemals genannt? Dann würde ich sagen, ja, gucken Sie danach, es gibt ein Video. Aber diese Person nennt ja selbst nicht ihren Klarnamen, aber beschuldigt, das war jemand anderes, aber die beschuldigen irgendwie Schmidt, das können Sie vergessen, die nennen selbst nicht ihren Klarnamen, aber beschuldigen andere Leute, dass sie ihren Klarnamen hier auf YouTube nicht nennen. Das ist ja schizophren, ist das ja. Oder eben Mirko Trotschmann, der sagt, der beweist mit dem Beweis, dass Deutschland keine Diktatur ist, womit ich auch hundertprozentig mitgehe, bestimmt, ist keine Diktatur, dass Deutschland eine Demokratie ist, was völliger Schwachsinn ist, weil es eben ungefähr 3-4 bekannte Gesellschaftssysteme gibt, wie beispielsweise eine Oligarchie oder sowas, oder ja, also jemand hat auf einem Board von Heise gesagt, ein ehemaliger Diplomat, Deutschland ist eine interessengesteuerte Anpassungsoligarchie. Das ist nicht von mir, das ist auf dem Board von heise.de, einer Computerding. Das habe ich auch in meinen Büchern erwähnt übrigens, da steht da alles drin. Und eine Oligarchie ist die Herrschaft der Reichen. Und was die da sich reinschaufeln und dann demnächst ein Stück Brot 6-7 Euro kosten wird, das juckt die halt nicht, weil Grundnahrungsmittel. Aber das juckt jemanden, der eben kein Geld hat. Von dieser Seite, zweiter Teil, woran erkennt man Ideologen? Diese zwei Sachen. Bitte, bitte, bitte schreiben Sie mir noch vielleicht ein paar Sachen rein, woran Sie noch diese ideologischen Verbreitungen gesehen haben, woran man diese Leute erkennt. Dann fasse ich das vielleicht mal alles zusammen, weil ich fange wirklich langsam an. Nicht, weil sie gegen mich gehen. Ich habe in meinem Leben schon so viel in Firmen, schon so viel Prügel bezogen, kann ich Ihnen sagen, weil ich mich gegen, auch in der Schule schon, habe ich mich gegen meine Mitschüler gestellt, weil das einfach nur Leute, das kenne ich alles, weil die einfach, ja, einfach sich nicht mit Fakten, nicht Wahrheiten. Wahrheit ist was anderes. Was ist zwischen Fakt und Wahrheit ist was anderes. Aber weil hier Fakten vorlagen und die haben sich eigentlich, die waren einfach zu feige, sich gegen den Lehrer zu stellen, weil der gefürchtet war. Das erzähle ich Ihnen vielleicht mal in einer Mikrogeschichte, wie Menschen ticken, was das für Feiglinge, für dreckige Feiglinge sind. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal.